Servus, grüezi und hallo zu einem neuen kleinen Video auf dem Kanal. Ja, heute mal ein etwas anderes Video. Nämlich geht es darum, kurz das Mikrofon ein bisschen richten, dass es heute zu einem Unboxing kommt. Nämlich, wie ihr sehen könnt, von Assassin's Creed Odyssey. Ja, heute habe ich es mir geholt von einem sehr netten Laden namens GameStop. Dort habe ich es mir vorbestellt. Hatte ein bisschen Provision drauf bekommen. Nennt man das so? Immer so ein bisschen Rabatt, weil ich für die ein bisschen Werbung mache oder gemacht habe, eher gesagt. Deswegen musste ich jetzt nicht den vollen Preis zahlen. So viel dazu. Was aber an dieser Stelle gar nicht so wichtig ist, wollte ich nur erwähnt haben. Ja, dann würde ich sagen, starten wir. Achso, bevor ich die Kiste jetzt aufpacke hier, das gute Stück. Sie ist ein bisschen, ich habe es gerade hier stehen, mal kurz hier den weg, den Bayek, den haben wir ja auch noch stehen. Momento. Der hier, Bayek von Siva. So, die Kiste ist minimal größer als die von, na sag schon, Origins. Ein bisschen schmaler, ne, wie ihr hier sehen könnt. Aber in der Tiefe ein bisschen, na, wie zeige ich das jetzt am besten? Minimal breiter. So sind jetzt hier oben, wo der Daumen ist, hier die Hand, auf einer Linie. Hier ist ein minimal breiter. Gut, so viel dazu. Ich habe bis jetzt vom Karton nur, so, tun wir sie wieder mal hier hin, nur die untersten zwei Klebedinger hier abgemacht, hier, die Penibelchen. Denn, also die hier vorne, die seht ihr jetzt nur ganz leicht, weil die so ein bisschen hier glitzern, das sind die hier. Das gehört nicht zur Schlange, die da drauf ist. Oder zu Medusa, sind ja Schlangen. Das ist ja auch die Medusa Edition. Die habe ich jetzt nur unten abgemacht, weil es dann so blöd ist, wenn man das hin und her wackelt dann und dann... Ja, es sieht einfach blöd aus. Ja, auf jeden Fall, was wir auf jeden Fall drinnen haben, ist erstmal die Figur, ne, vom Hauptcharakter. Den Soundtrack, also mehrere Soundtracks ausgewählte. Das Artbook. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das hat, aber bestimmt einige. Und die Karte. Und dann nochmal zwei, ne, Zusatzinhalte in dem Spiel selbst. Nämlich einmal eine Mission, der blinde König. Und ja, noch ein paar Ausrüstungsgegenstände und Booster, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall fangen wir jetzt mal direkt an. Das gute Stückchen hier auszupacken. Na, komm schon. Ja, ich mache mich gerade hier erst hinten das Ding ab. Schön langsam und vorsichtig. Ich will nichts kaputt reißen hier. Weil es jetzt eh erstmal nur die Schutzhülle ist, hier das vordere. Der PS4 hier oben drauf. Warte, hier. Jetzt nur erstmal der Schutzmantel vom Spiel selber, also von der Kiste selber. Jetzt machen wir das Ganze nochmal hier vorne. Na, Finger sind sauber. Ich komme nicht gerade vom Arbeiten. Bin nur mal kurz unter die Dusche gesprungen. Wie sich das hier hört. Und jetzt. Ja, na komm. Hinten funktioniert es noch super. That's what she said. Alles klar. Jetzt geht's ab. Nichts hält mich am Boden. So. Nichts kaputt machen. Yes, ist Maria. Ganz schön hartnäckig da vorne. So. Weg mit dem Müll. Und rein ins Gefecht. Dum, 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 dum.
Zack. Ja, von vorne hat sich jetzt nicht viel verändert, außer dass das PS4-Zeichen weg ist. Aber wir machen mal einen Rundgang. Hier von der Seite. Vom Rücken. Und von der anderen Seite. Ja. Gut. Dann wagen wir uns jetzt mal ins Geschehen und machen die Kiste komplett auf. Ihr seht es bestimmt mehr als ich. Denn ich habe jetzt gerade hier nur eine Rückenwand. Oh, ihr seht auch nicht so viel mehr als ich. Denn da ist noch ganz schön viel Plastik oben drauf. Muss ich jetzt mal kurz beseitigen. Ihr seht immer die schöne Rückenansicht. Oh. Oh. Alter Finne. Ist das ein Gerät. Also das ist echt geil. Ah, ein Judge muss das Spiel hin. Denn, nicht wie bei Odyssey, dass die ganze Spielesammlung etc. Unter der Figur war. Also die Figur war nämlich, hier war, jetzt da wo der Rand ist, war noch so ein Fach. Und, also wie eine Art Schublade. Und darauf war es die Figur. Hier ist das so, dass hier oben alles komplett verstaut ist. Alles klar. Und jetzt zupfen wir mal eben die Figur auseinander. Ich habe mir jetzt nochmal erlaubt, das ganze Plastikgeknittere und Geraschel und was auch immer euch zu ersparen. Es war wirklich echt laut. Und ich dachte zuerst, es wird bestimmt, also auf dem Bild sah es erstmal so aus, dieses 2D. Das ist relativ, na, wie soll ich sagen, nicht wirklich gut gemacht aussieht. Also zumindest der Stein unten, ne, auf dem der Atreus war ja ein Hauptcharakter von einem anderen Teil. Also nicht von Assassin's Creed, sondern von einem etwas anderen Spiel. Doch ich finde, die Verarbeitung ist relativ gut verlaufen. Wie ich finde. Also wie gesagt, hier ist Alexios. Die man unschwer erkennen kann, ein Römer. Boah. Hammergeil. Zack. Hätte ich am besten auf den Tisch gedreht, wa? So. Und hier unten der Kopf von Medusa. Kennt ihr bestimmt auch. Oh, steht hier auf dem Speer. Und ich finde, das haben sie echt gut getroffen. Also, da kannst du nicht viel zu sagen. So. Und zwar habe ich jetzt hier gelernt. Also wir friemeln den direkt mal hier zusammen. Wie man den denn zusammenbaut. Und ich hoffe, ich mache jetzt hier nichts kaputt. Beziehungsweise, ich hab's nicht vor. So, der Kleine steht. Übrigens, der Kleine ist gut. 33 cm hat der Kleine. Insgesamt von unten vom Kopf her bis da oben insgesamt 33 cm. Und wenn man es jetzt nicht so gut erkennt, das Gesicht von ihm, ne? Selbst die also so Feinarbeiten wie die Zähne, die Augen, alles Mögliche, das hat schon eine echt krasse. Ja, wie soll man da sagen, so, das ist schon so eine Art Comic für Erwachsene, also richtig gut gemacht, also kann man gar nichts dran aussetzen. Bestimmt findet man hier so die ein oder andere Kleinigkeit, aber selbst hier die Zähne, hier, die zwei Zähne unten von der Medusa, ne? Hammer schön gemacht. Kannst du nichts dran aussetzen. Ja, und zum Vergleich zur anderen Assassin's Creed Figur. Voila. Ist diese
man erkennt es jetzt gerade gar nicht, einiges größer. Ja. Übrigens, hier ist noch jetzt nochmal, ups, machen wir direkt hier alles kaputt. Der Einhandspeer und das Sichelmesser. Also wenn ich das jetzt richtig ausspreche, ich weiß es gerade nicht, die richtige Bezeichnung. Die man nochmal zusätzlich hier hinansetzen konnte. Ja. Warum ich das Video jetzt schon am Abend gemacht habe, weil ich einfach Bock habe, dieses Spiel zu zocken. Das ist, ja. Ja, das ist der Grund. Ja. So. Die zwei Figürchen jetzt mal beiseite gestellt. Die können ja ein bisschen zuschauen, was wir hier so treiben. Und zwar kommen wir zum nächsten Part. Hier haben wir, da will ich aber noch gar nicht reinschauen, das Artbook von Assassin's Creed Odyssey. Genau, wollte ich schon Origin sagen. Ne, ich schaue doch jetzt auch gar nicht rein, weil bei einem anderen Spiel namens Spider-Man, das neue, war nämlich ganz vorne oben drauf Spoiler-Alarm oder sowas in der Richtung, dass man das Buch, ne, also da ist auch so ein Artbook dabei, erst nach dem, ja, nach der Story des Spiels, wenn man die durchgespielt hat, am besten erst dann angucken soll. Ich habe vorher leider schon, also ungefähr in der Mitte der Story, schon ein, zweimal reingeguckt und ja, da kamen ein paar Inhalte vor, die mir dann wirklich schon, ne, ein bisschen dann den Spaß geraubt haben, weil man dann schon wusste, was passieren wird. Gut, das ist das Artbook. Legen wir mal hier hin. Als nächstes, oh, die Karte. So von vorne, von hinten. Nein, Spaß. Können wir die jetzt eigentlich mal eben so aufklappen? Ach du meine Güte. Das ist ja eine richtige Landkarte, ist das hier. Ich probiere mein Bestes. Ich habe mein Mikrofon nämlich auch noch vor dem Gesicht hängen. Alter Finne. Ja, von hinten seht ihr jetzt nicht so richtig viel. Aber von vorne ist das schon ein riesen Oschi. Also ihr seht jetzt nur die untere Hälfte. Gucken wir mal, ob man da noch was ändern kann. Ne, nicht wirklich viel. Aber das Ding ist wirklich, ne, das ist schon, jetzt könnt ihr es so halbwegs sehen, ein Mordsteil. Also wenn das alles die Spielwelt ist, dann Prost Mahlzeit. Also das werden einige Spielabende werden. So viel dazu. Als nächstes und ich denke mal auch schon fast als letztes. Oder haben wir noch was da drin? Ach ja. Ach ja. Aber das wird schon fast gewesen sein. Ja. Als nächstes, das machen wir zum Schluss. Was haben wir denn hier noch dabei? Ja. Das werde ich jetzt nicht von vorne zeigen, beziehungsweise hier ein bisschen was verdecken. Hier. Zack. Einmal die Zusatzmission. The Blind King. Der blinde König. Zack. Und hier nochmal sozusagen ein paar Upgrades und Booster im Spiel selber. Kann man sich so gut erkennen, aber hier sind zwei Rüstungen abgebildet, ein Pferd, Waffen, ja, und die entsprechenden Booster, wie zum Beispiel XP-Booster oder Geld-Booster. Was haben wir hier noch? Level-Up. Booster? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall temporäre Boost. Alles klar, haben wir. Als vorletztes der Soundtrack. Oh, 21 Titel sind da drin. Music by The Fly. Alles klar.
das ist der Soundtrack. Zack. Und zu guter Letzt haben wir hier das Spiel selbst. So, das war's dann auch schon an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Lust habt, dass ich mal, oh, jetzt wollte ich schon die falsche Figuren tun, dass ich mal ein bisschen mehr von meinen Sammler-Editionen zeige, denn ich habe noch so einiges. Schon zwar ausgepackt, ne, aber man kann ja trotzdem mal zeigen, was man so hat. Von etlichen anderen Spielen. Ich kann sogar gar nicht so aus dem Blickwinkel so aufzählen. Lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Däumchen könnt ihr, wenn ihr wollt, ne? Ihr müsst es nicht, könnt ihr, wenn ihr wollt, machen. Ja. Danke dafür, dass ihr das euch so lange jetzt angeguckt habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.